Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella de Fee. Heute wird es ein bisschen ein spezielles Video. Ich möchte euch heute sehr viel technische Hintergründe zeigen. Gerade wenn ihr anfängt, möchte ich ein paar Dinge zu den Farben erklären. Dann geht es weiter zu verschiedenen Tricks, die man so braucht, dass ein Bild wirklich funktioniert. Ja, dann hat man auch eine unendliche Auswahl an Aquarellpapier. Man hat großes, man hat kleines, dickes, dünnes, teures, günstigeres. Und da muss man auch zuerst einmal sich durcharbeiten als Künstler. Was brauche ich? Was ist ideal für mich? Brauche ich diese tausenderlei Auswahl oder kann ich mich reduzieren und gibt es ein Papier, was für meine Technik meistens funktioniert? Ich bin darauf gekommen, dass ich natürlich auch gerne mit einem Büttenpapier male, mit einem rauen Büttenpapier, mit einer sehr strukturierten, rauen Oberfläche. Das ist auf jeden Fall wunderbar, wenn ich mir vorher Skizzen gemacht habe, ausprobiert habe und dann mal ein Bild male für ein Geschenk, für eine Bestellung, zum Verkauf, was, ja, wo ich das Gefühl habe, da male ich jetzt wirklich Wochen dran und das muss total perfekt werden. Ansonsten für meine alltäglichen Malereien, wo ich vieles ausprobiere, wo ich für euch male, für mich, für Kundschaft, mit Kunden, mit Schülern, Live-Kursen und so weiter, da verwende ich hauptsächlich Papier, was erschwinglich und trotzdem sehr gut ist. Und ich habe da zwei herausgefunden für mich, die, von denen ich sehr überzeugt bin, die ich sehr gut finde. Das ist einmal von Gerstecker, die Jubiläumsausgabe, die ist knapp A3 groß, 30x40 und 425 Gramm schwer und hat eine Oberfläche, die nicht wirklich rau ist, aber auch nicht glatt, sondern so ein Zwischending. Da funktionieren Landschaften, da funktioniert aber auch Schrift, da funktioniert Figürliches, also da, das ist wirklich eine gute Wahl. Da seid ihr sicher gut aufgestellt mit diesem Papier. Ein anderes Papier, was mir auch total gefällt, ist auch von Gerstecker. Das ist das Klassik von Gerstecker. Das gibt es in verschiedenen Größen. Ich verwende meistens die, was ein bisschen größer ist als A4. Die passt bei den Dingen, die ich brauche, am idealsten. Wenn ich Bilderbücher male, dann kaufe ich mir natürlich ein größeres, dass ich die Seite in der Mitte teilen kann. Aber ansonsten für die alltäglichen Bilder ist diese Größe genau richtig. So habe ich jetzt ein großes, die Jubiläumsausgabe und die Klassikausgabe, beide von Gerstecker. Die große ist eben ein bisschen um A3 herum, die kleine um A4 und das ist ideal für mich. Ja, um nicht nur dieses eine Papier vorzustellen, natürlich kann ich euch auch ganz viel über verschiedene Papiere erzählen, über raue Papiere, über satinierte Papiere, über glatte Papiere, heißgepresste, kaltgepresste, da gibt es wirklich sehr, sehr vieles. Was man unbedingt wissen muss, ist, dass Rubbelkrepp zum Beispiel nicht so gut auf einem zu rauen Papier geht, weil sich sonst danach diese oberste Papierschicht mit ablöst und man leicht das Blatt zerreißt. Dann ist es auch sehr interessant zu wissen, dass wenn ich abstrakt male, also sehr viel offen lassen möchte oder Landschaften, dann ist es schön, wenn ich eine raue Oberfläche habe, wenn ich sehr viele Möglichkeiten habe, diese Oberfläche zu gestalten, dass sie sehr mitlebt, dass Farbe aufgesogen wird, dass Farbe irgendwo hinläuft, dass ich nicht unbedingt harte Ränder brauche, wie zum Beispiel bei Schrift oder Figürlichem. Also für alles, was so ein bisschen ins Diffuse oder ins Spannende gehen kann auch, wo man sehr viel der Farbe und dem Wasser überlassen darf in solchen Bildern, da verwende ich auf jeden Fall ein sehr raues Papier. Da ist auch sehr schön, wenn ihr ein Büttenpapier, ein sehr raues Büttenpapier zum Beispiel, verwendet. Ja, natürlich sind dicke und raue Papiere, je größer sie werden, teurer und teurer. Also
Man kann auch da wieder sehr viel Geld ausgeben, aber wie ich schon zu Beginn gesagt habe, muss man nicht. Man kann auch wirklich malen mit einem kleinen Portemonnaie, ohne dass man gerade sofort ganz viel Geld ausgibt und gar noch nicht weiß, ist es wirklich meins. Also seid da ein bisschen vorsichtig. Besser ihr probiert mit wenig Dingen gerade schon etwas aus und schaut dann, was ihr für euch, für euren Stil dann braucht, noch dazu kaufen möchtet, sobald ihr den Stil ein bisschen gefunden habt. Dann gibt es viele verschiedene Pinsel auch. Auch da möchte ich euch meine Pinsel gerne vorstellen, die für mich wunderbar funktionieren. Ich habe natürlich auch meinen eigenen Pinsel, den Elastip, den ihr alle kennt. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingspinsel, weil mit ihm kann ich das meiste lösen. Gerade wenn ich verblende, wenn ich Landschaften kreiere, wenn ich Farbperspektive male und so weiter und so weiter. Gras, Bäume und vieles mehr. Also das ist ein Allrounder und ist ein ganz toller Pinsel auf jeden Fall, aber ich möchte hier jetzt nicht zu lange schwärmen. Dann gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Pinsel, die ich auch oft verwende. Also gerade ein feiner Schriftenpinsel ist in jedem Bild auch wichtig, dass ich zum Beispiel gerade bei Landschaften, wenn ich Stämme, Äste und so weiter ins Bild fügen möchte. Hier zeige ich euch das Papier jetzt noch einmal ganz genau. Das ist einmal der Aquarellblock Classic, vierseitig geleimt mit 24 x 32 cm und 300 Gramm schwer in Rau. Dann die Jubiläumsausgabe, 30 x 40 cm groß und 425 Gramm pro Quadratmeter. Weiters die XL-Ausgabe von Kensen in A3 oder A4, jeweils 300 Gramm pro Quadratmeter schwer. Dieser hier ist nicht vierseitig geleimt, sondern ist wie ein Ringbuch aufgebaut, sodass ihr einfach hineinmalen könnt. Am idealsten, wenn ihr mit Washi-Tape euch eine Seite abklebt, sodass ihr die Größe habt, und am Rand könnt ihr eine Klammer hinstecken, sodass es nicht verrutscht, dass es nicht aufplustert und sich wellt, sondern dass es wirklich funktioniert, wenn ihr malen möchtet. Da könnt ihr einfach so ganz gewöhnliche Klammern verwenden, die ihr in einem Künstlerfachmarkt bekommt, wie ich es hier euch kurz zeige. Dann der nächste Block, wie das vierseitig geleimt und kalt gepresst von Fabriano, Aquarello Watercolor von Artistico, kalt gepresst, 100% Cotton, 23 x 30,5 cm und 300 Gramm schwer. Dann der Cornwall von Hanne Mühle, auch kalt gepresst. Hier eine sehr Langquerausgabe mit 425 Gramm pro Quadratmeter, 20 x 50 cm oder 24 x 32, der weitere hier, in Rau. Also das Papier, die Oberfläche ist schön rau. Das funktioniert wunderschön für Landschaften und so weiter. Dann kommen wir zu den verschiedenen Pinseln. Hier zeige ich euch meine fünf wichtigsten, also die mir sehr wichtig sind. Das ist einmal der Blackbird, ich nenne ihn so, das ist von Da Vinci, Cosmotop Spin Nummer 1. Dann haben wir den, auch von Da Vinci, Nummer 4, Cosmotop Spin, eben Nummer 4. Dann, das wäre der Detailpinsel, dann der Schriftenpinsel, das ist auch von Da Vinci Nummer 4, Nova Synthetics. Dann der Casaneo von Da Vinci, die Nummer 12, und natürlich mein Elastip, den ihr alle schon kennt. Ja, das sind so meine fünf Lieblingspinsel, meine wichtigsten Pinsel, mit denen ich mehr oder weniger alles male. Hier zeige ich euch jetzt noch, wie ihr sie anwenden könnt. Zuerst mal den Elastip, da könnt ihr wie gesagt Flächen verblenden, malen, feine Linien, Gras, Wiesen, Horizont, bewaldeten Horizont, hier jetzt Gras mit diesen feinen Härchen. Der ist so aufgebaut, dass er relativ dickes und festes Haar hat und überstehend noch feinere Härchen, sodass er wirklich super funktioniert für ganz viel verschiedene Techniken. Eben unter anderem auch das Verblenden.
Das zeige ich euch hier jetzt kurz. Ich habe zuerst ein Potter's Pink verwendet von Schminke, jetzt ein Undersea Green von Daniel Smith und verblende diese beiden Farben, die wirklich sehr unterschiedlich sind, schön miteinander. Das funktioniert eben wegen diesen feinen Härchen, die vorne noch überstehen. Dann nehmen wir den Casaneo. Mit dem können wir den Strich von dick nach dünn verformen. Er hat einen sehr weichen Haarteil, der sich gut bewegen lässt, wie ihr seht. Also da, mit dem kann man wirklich sehr viel machen auch. Also den habe ich sehr gern, gerade für dicke Bäume im Vordergrund, die ich nachher in feine Äste ziehen muss, im Kronenbereich und so weiter. Dann haben wir den Da Vinci, den Detailpinsel Nummer 4, Cosmotop Spin. Ja, da könnt ihr auch dicke, dünne Linien ziehen und eben dieses Trocken auf Trocken, was wir zum Beispiel bei einem Meer brauchen, funktioniert mit diesem Pinsel auch wunderbar. Ich verwende ihn auch für Figuren, für Florales, also alles, was ein bisschen mehr ins Detail geht, aber nicht lange, feine Striche sein müssen, sondern wo ich etwas koloriere bzw. wie ausmale oder eben Figuren, Florales, Häuser, Meer, ja, für solche Dinge könnt ihr den verwenden. Und natürlich hat der Elastip einen ganz tollen Stiel mit einer abgeschrägten Fläche, sodass ihr zum Beispiel hier dieses Grün zart ins Potter's Pink hineinziehen könnt und somit in diese kleine Blume auch Struktur hineinbringen könnt. Mehr Bewegung und so weiter. Man kann auch mit diesem Pinselstiel Gras kratzen in eine dunkle Fläche und so weiter. Also das zeige ich euch in vielen meiner Videos. Das funktioniert wunderbar. Jetzt kommt der Nova Synthetics, das ist mein Schriftenpinsel, den verwende ich für Bäume, für Äste, etwas, wenn ich etwas lang ziehen muss. Und es ist, wie gesagt, ganz bewusst kein Pinsel mit einer natürlichen, also mit Naturhaar, mit Marderhaar oder so. Nein, der ist wirklich aus Synthetikhaaren. Und zwar finde ich, für das Schreiben und auch für das Malen von Ästen funktioniert das wunderbar, weil er immer wieder zurückschnappt sozusagen, weil er eben, wie gesagt, härter ist und nicht ganz so weich, nicht ganz so schön eigentlich. Und trotzdem finde ich, gerade für Schriften oder eben Bäume funktioniert der ganz toll. Der kleinste meiner Pinsel ist dann der Cosmotop Spin Nummer 1 von Da Vinci, mein Blackbird, und den habe ich so genannt, weil ich mit dem wirklich feine Details male und vor allen Dingen eben auch Vögel in die Bilder ziehe. Hier zeige ich euch jetzt noch kurz, wie ich mit diesem Schriftenpinsel meine Bäume, Stamm und Äste male. Beim Stamm habt ihr gesehen, drücke ich ihn einfach breiter aufs Blatt und ziehe ihn dann länger bei diesen feinen Ästen. Das wird ein Winterbaum, deswegen verwende ich jetzt noch meinen Elastip für diese äußeren feinen Baumkronenästchen, die man da so einfach von außen nach innen ganz zart an die Baumkronen stippeln kann. Und schon hat man einen schönen Winterbaum. Und von unten ein bisschen Gras. Geh ganz leicht mit dem Elastip. Ja, und als nächstes, wie gesagt, mein Blackbird, Cosmotop Spin Nummer 1 von Da Vinci. Und Vögel malen, das habt ihr bei mir auch schon tausendmal gesehen. Das funktioniert auch ganz leicht. Es sind kleine Vs, Ms, kleine Häkchen,
Punkte, wenn ein ganzer Vogelschwarm vorkommt und so weiter und so fort. Je näher die Vögel kommen, natürlich desto ausgeformter. Da könnt ihr auch gut zweimal drüber streichen oder den Strich ein bisschen suchen. Das funktioniert mit diesem feinen Pinsel wunderbar. Dann habe ich noch Schrubberpinsel. Da könnt ihr eigentlich jeden Pinsel verwenden, der in die Jahre gekommen ist, also der nicht mehr ganz so wertvoller ist. Diese beiden hier sind sehr kostengünstige, borstige Pinsel. Einer ist vorne flach, der eignet sich toll für Schablonen, die ihr in der Weihnachtszeit bei mir gesehen habt. Der andere ist eher ein runder, stoppeliger Pinsel. Und hier verwende ich zum Schrubben sogar einfach einen alten Detailpinsel. Zum Beispiel diesen Cosmotop Spin Nummer 4 von Da Vinci. Wenn der in die Jahre kommt, wird das mein nächster Schrubberpinsel sein für feinere Flächen, für feinere Auswaschungen. Genau. Also da könnt ihr, wenn ihr einen alten Pinsel habt, den verwenden und braucht gar keinen neuen zu kaufen. Diese Auswaschtechnik findet ihr in sehr vielen Videos von mir. Ich werde jeweils zu meinen Beispielen oben bei dem i das jeweilige Video, Lernvideo einblenden, sodass, wenn euch etwas interessiert, ihr euch das anschauen könnt. Nun kommen wir zu den Schwämmen. Hier einmal der Aquarell-Naturschwamm und das Weiße ist der Aquarell-Radierschwamm. Die Funktion der beiden zeige ich euch auch. Das werde ich euch auch kurz einblenden. Hier jetzt zuerst der Radierschwamm. Da könnt ihr einfach in eine trockene Fläche den Radierschwamm ein bisschen anfeuchten und die Farbe vom Blatt lösen und anschließend abtupfen. Das Blatt darunter ist fast weiß, also das funktioniert wunderbar für Schneeflächen und so weiter. Ihr wisst, dass ich nicht so gerne Rubbelkrepp verwende, aber diesen Radierschwamm für Winterbilder, den liebe ich also, den würde ich nicht mehr hergeben wollen. Der ist einfach toll für diese weißen Schneeflächen, weil man drauf losmalen kann und dann, oh, hier bräuchte ich eigentlich Schnee. Hier müsste die Fläche dann noch weiß sein. Und schon kann man mit dem Schwamm das Weiß wieder hervorzaubern, was man vorher übermalt hat. Hier zum Beispiel lege ich einen Fluss an, der da so in den Vordergrund fließt. Und die Spiegelung des Himmels, der Himmelsfarbe natürlich beinhalten muss. Und dadurch, ja, das habe ich schon. Brauche nur noch die weißen Flächen auszuwaschen. Toll. Dieses Bild gibt's auf Ella Art. Das ist mein Mitgliederkanal. Diesen Button findet ihr auch unten rechts unter meinem Video, falls es euch interessiert. Da gibt es über 60 Echtzeitvideos mit Voice-Over und genauen Erklärungen. Ja. Und weiters zeige ich euch noch den Aquarell-Naturschwamm. Den verwende ich vor allen Dingen für Struktur in einem Bild. Ihr könnt damit natürlich auch ein Blatt anfeuchten, aber ich verwende ihn auch für Baumkronen im Frühling, Sommer und Herbst, für Struktur in einem floralen Bild, Entschuldigung. Hier jetzt, wie ich die Baumkronen, also das Blattwerk tupfe, das geht wirklich ganz toll, ist nicht viel Arbeit. Man muss ein bisschen herausfinden, wie fest man drückt, wie nass die Farbe sein soll. Und dann funktioniert das ganz toll. Ihr seht auch die Büsche unterhalb, habe ich mit dem Schwamm getupft. Hier jetzt noch weitere Dinge, die ich sehr oft verwende. Das ist einmal das weiße Tafelsalz und natürlich eine alte Deo-Flasche, dass ich Wasser sprühen kann. Das braucht man auch immer wieder, aber da habt ihr sicher etwas zu Hause. Da kann man sehr leicht etwas recyceln. Dann war das noch das Wasserglas und jetzt kommen wir schon zu meinen Farben.
Das ist ein ganz gewöhnlicher Schminkefarbkasten mit 12 halben Näpfchen, wo ihr auf der linken Seite die 6 Primärfarben habt und auf der rechten Seite Sekundärfarben gemischte. Das Türkis habe ich noch zusätzlich dazu gegeben, das Kobalttürkis, weil ich das sehr liebe für Himmelsmalereien. Also wenn ihr nicht schon lange malt, sondern gerade beginnt, empfehle ich diesen Farbkasten zu kaufen, einfach weil man damit sehr viel machen kann und sofort merkt, liegt mir das Malen, liebe ich das Aquarellieren oder hätte ich lieber, was mache ich lieber was anderes oder brauche ich dann doch, weil ich es so liebe, Paletten, wo ich mit Tuben die Farben hineindrücken kann, trocknen lassen kann und dann einfach eine größere Fläche zum Anfeuchten habe, zum Beispiel gerade, wenn man viel mit dem Aquarell Naturschwamm macht, ist das natürlich toll, wenn ich größere Farbtöpfchen habe, wo ich mit dem Schwamm hineintupfen kann. Aber für den Beginn wirklich funktioniert es wunderbar, wenn ihr einfach einen Schminke-Aquarellkasten habt mit 12 halben Näpfchen. Hier noch eine Mischpalette, das ist eine aus Porzellan, das empfehle ich, dass ihr da keine aus Plastik nehmt, weil das einfach zum Mischen praktischer ist. Sie ist schwer und dick, lässt sich aber jedes Mal wieder wunderbar abwaschen. Sehr empfehlenswert. Ja, nun haben wir viel zusammengearbeitet in diesem Video. Ihr habt sehr viel erfahren, sehr viel Tipps, Tricks, Techniken gesehen von mir und jetzt verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch jetzt eine ganz gute Zeit, eine ganz gute Woche, ein schönes Wochenende und bis bald. Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Ihr seid die Besten. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr Techniken zur Aquarellmalerei lernen möchtet, abonniert doch einfach meinen Kanal. Ihr könnt auch ein Kanalmitglied werden, da bekommt ihr natürlich noch viel mehr Hintergrundwissen und viel mehr Details. Ihr bekommt ganze Projekte in Echtzeit mit VoiceOver. Nun noch ein großes Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid und ich freue mich auf ein weiteres Malvideo mit euch. Bis bald. Tschüss.